weggeschossen. Und hab mir gedacht, okay, das fängt ja schon mal gut an. Und dann stehen war ich auch irgendwie, hat mir so ein bisschen die, jetzt wird es wieder laut, ne? Ich höre sie trotzdem gut. Da wurde ich so ein bisschen unruhig und ja, da habe ich mir selber ein bisschen zu viel Druck gemacht und habe dann erst so im dritten, vierten Schießen so die Lockerheit reingekriegt. Und im Endeffekt war ich mir heute selber im Weg. Aber als sie dann gemerkt haben, nach ganz vorne geht eh nichts mehr, kam dann so ein bisschen die Lockerheit zurück. Die zweite Halbzeit des Rennens war ja dann doch ganz prima, ne? Ja, aber auch nur von den Schießergebnissen. Laufzeitmäßig war ich, glaube ich, heute nicht auf der Höhe. Wenn ich sehe, dass Björn Ferry mir heute eine halbe Minute dran drückt, den hatte ich letztens im Sprintverfolgung aber ordentlich im Griff gehabt. Es hat heute leider nicht so gepasst, aber ja. Nächstes Mal wieder. Vielen Dank. Beim nächsten Mal. Ne? Danke. Es kann nicht immer perfekt laufen. Richtige Einschätzung natürlich. Er kennt sich ja sehr gut, der Erik Lesser. Arndt Peiffer. Hat er schnell geschossen, hat sich gedacht, mal einen anderen Rhythmus nicht, hat es laufen lassen und ist es dann doch daneben gegangen. Gewisse Form der Konstanz zu erkennen, immer ein Fehlschuss für Arndt Peiffer. 3 Minuten und 25 Sekunden, 3 Minuten abgezogen für die Fehler. Das ist auf der Strecke nicht schlecht, was er da zeigt. Sehr sicher, sehr sicher. Der war jetzt glücklich und der nächste geht links weg. Das hat sich so ein bisschen angedeutet, dass die Tendenz nach links geht. Und, ja, da ärgert er sich, der Fritz. Ja klar, als Trainer leidest du da mit. Fritz Pinter, ja schon weit zurück von seiner Zeit her. Einen Fehler hat er natürlich, zieht man die Minute ab. Ja, dann ist er auch schon relativ weit zurück, kommt also hier nicht in Schwung. Ja, es mag vielleicht auch an seiner Erkältung, genau, ich wollte es gerade sagen, liegen, die er sich eingefangen hatte. Der sagt zwar selbst, ich bin wieder 100% fit, aber vielleicht steckt es doch noch irgendwo in ihm. Gerade diese 20 Kilometer fordern natürlich viel, viel Substanz von den Athleten. Wenn du letzte Woche noch 5 Tage Antibiotika nimmst, das dauert Wochen, bis du wieder in deiner Hochform bist. Das wünscht man sich zwar, aber ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Athlet so schnell mit so schweren Medikamenten dann wieder wirklich fit ist. Ja, Verpflegung, apropos Fitness, ganz wichtig bei diesen 20 Kilometern, dem Körper auch wieder Energie zuzuführen. Das ist Tarje Bö, den wir hier sehen. Und das ist noch einer, der nochmal Martin Fourcade ganz, ganz nah kommen kann, beziehungsweise sogar die Goldmedaille noch streitig machen kann. Denn Bö sehr gut unterwegs, 0 Fehler bislang. Und Christian De Lorenzi, der Italiener, leistet sich hier seinen 2. Fehler. Schaut dann nochmal genau hin, wo denn der Fehlschuss lag. Und links da in blauen Anzug Tim Berg. Das ist auch noch einer, 19 Sekunden zurück hinter Martin Fourcade nach 3 Schießen. Auch der richtig, richtig gut unterwegs. Der einmal Dritter war in dieser Saison, das war sein bestes Ergebnis. Und Tarje Bö, da ist er, 4. Schießen. Jetzt hat er es total verspielt. Mit aller Gewalt geht, ja. Und das Erzwingen, das kann nur er selbst uns beantworten. Aber er wusste natürlich genau, wie er liegt im Rennen. Und er wusste auch, wenn ich da fehlerfrei durchkomme, auch mit hohem Risiko, dann habe ich die Chance, hier nach dem langen Krankheitsverlauf, nach dem späten Saisoneinstieg, da richtig gut wieder reinzukommen hier bei dieser Weltmeisterschaft und eine Top-Platzierung zu haben. Andrej Morawetz auf dem Weg Richtung Rang 3, der Tscheche. Da jubelt das ganze Stadion. Nicht ganz so ausgelassen wie nach der Mixstaffel. Klar, auch er weiß, da kommt noch was. Hinten dran. Gutes Rennen aber von ihm. Trotz 2er Fehler. 18 Treffer von 20 möglichen. Jetzt kommt dieses Kreiseln des Stockes, was er schon als Schlussläufer der Mixstaffel gezeigt hat. Die Tschechen genießen und nutzen die Möglichkeit, sich zu Hause bei einer WM zu präsentieren. Schnellste Laufzeit, noch 11,4 Sekunden schneller als Martin Fourcade, das muss man sich mal vorstellen. Also Andrej Morawetz ist hier ein sehr gutes Rennen gelaufen. Florian Graf zum 3. Mal am Schießstand, der als letzter mit der Startnummer 81 gestartete Deutsche hier in diesem Rennen.
insgesamt ja 136 Teilnehmer hier. Graf bleibt null das erste Mal. Das war auch recht zügig geschossen von ihm. Gute Einlage diesmal von Florian Graf. Vom 24-Jährigen. Ruhpolding lebt. Ja, Glück hier beim dritten. Rechts auch der vierte war Tendenz rechts, der fünfte auch. Aber das ist ja letztlich egal. Hauptsache es wird fünfmal weiß. Recht gut gefüllt, die Wisocina Arena und Tim Berg auf dem Weg zum Schießen. Einmal muss er noch, liegt nach dem dritten Schießen, erinnern wir uns, auf Rang 4 mit 11,5 Sekunden. Vor 4 Kilometern war das, hinter dem Führenden, der heißt Martin Foucault, genau wie aktuell im Ziel auch noch. Der hat einen Fehler geschossen. Also, wenn Berg jetzt fehlerfrei bleibt, dann hat er die Chance, hier Martin Foucault zu schlagen. Wollen wir noch nicht vom Weltmeister werden reden, aber er hat zumindest die Chance, Martin Foucault vom ersten Platz zu verdrängen. Eine WM-Medaille hat er noch nicht. Hat zwar schon das gelbe Trikot mal getragen. Jahreswechsel 2009, 2010 war das lang her. Was macht er jetzt? Setzen wir ab. Jetzt ist es vorbei. Mit dem ersten Platz. Bravo, gut. Jetzt geht noch mal was. Konsequent weitergeschossen. Obwohl der erste Platz weg ist, man das natürlich unterbewusst registriert, aber die Körpersprache, achten Sie mal drauf, der will, der weiß, da geht was ganz weit, ganz, ganz weit nach vorne. Also gebe ich jetzt Gas, hol alles aus mir raus. Lindström, Rang 2 ist geschafft. Berg heißt der neue Zweite. Und das ist Simon Foucault, der Einzel-Weltcup-Gewinner der vergangenen Saison. Bruder von Martin. Legt eine sehr gute Schießeinlage hin. Uiuiui, auch er gut unterwegs noch. Ja, das ist gut, dass da hinten raus auch noch mal was kommt. Hohe Startnummer für Simon Foucault, spät ins Rennen gegangen. Die Letzten werden die Ersten sein. Fragezeichen, wo sortiert er sich ein? Rang 7, ganz schnell runter jetzt zu Nils Kaben. Da steht Andreas Birnbacher. Und der ist im Moment noch Sechster, das wird sich noch ändern. Allerdings vermutlich bester Deutscher. Wie fällt Ihr Fazit aus nach dem heutigen Einzelrennen? Ja, ich bin mit dem Rennen schon zufrieden, jetzt muss ich sagen, weil läuferisch auch mich besser gefühlt habe wie in die Tage zuvor. Bin konstant durchgekommen und habe einen guten Rhythmus gefunden im Laufen. Und Schießen war es natürlich ein Fehler zu viel. Ist ganz klar, der erste gleich liegend war ärgerlich, der hätte nicht sein müssen. Und gut, beim letzten war es dann schon ein bisschen anstrengend auf der Strecke. Und mit einem hätte ich leben können, aber mit zwei ist natürlich in dem Einzel zu viel. Muss man insgesamt sagen, die WM kommt vielleicht für Sie einen Tick zu früh, nachdem Sie auch vorher krank gewesen sind und man sich eben so schnell nicht erholen kann? Ja, es war halt blöd, weil im Antolz dann die Rennen nicht mehr laufen habe können. Und da fehlt einem dann einfach ein Stück. Und man kämpft sich dann wieder ran, weiß nicht genau, wo man steht. Und habe es dann versucht, im Training alles zu geben. Und habe mich dann hier ein bisschen müde gefühlt die ersten Tage. Und ich hoffe aber, dass es jetzt ein bisschen besser geht. Und mir kommt dann die Zeit zugute, wo dann die Pause dazwischen ist. Wir haben Sie kurz vor dem Start noch einmal gesehen, als Ihnen der eine Ski abhanden gekommen ist. Das war aber nicht weiter schlimm, oder? Nee, beim Trainingsschießen war die Bindung runtergegangen. Ich weiß nicht genau, warum. Aber da war die Bindung dann weg. Es war Gott sei Dank nicht im Wettkampf passiert, sonst wäre es blöd gewesen. Gott sei Dank. Prima, vielen Dank und toi, toi, toi. Danke für den kurzen Besuch. Wir sehen Andrei Makoveyev, den Russen, mit beiden Ski. Und zwei Fehlern auch bei diesem dritten Schießen für ihn. Insgesamt drei Fehler und Tim Berg. Zwischenzeit 17 Kilometer da rechts, das ist er, 23,7 Sekunden. Trotz des Fehlers, da kann man erahnen, was ohne diesen Fehler möglich gewesen wäre für ihn.
Ja, das ist, er muss jetzt schauen, dass er sich den Frederik Lindström, der eine tolle letzte Runde gelaufen ist, dass man den sich da vom Hals hält, dass er diesen zweiten Platz im Augenblick halten kann. Es kommen ja noch ein paar, aber das wäre natürlich ein wirklich, ja, da kann man dann schon fast von der Sensation reden. Tarje Bö auf Rang 10 zurückgefallen, ist da eben durchs Bild gehuscht. Er, der ja auch so lange auf Kurs lag, ganz nach vorne, da ist er wieder. Ein bisschen mit dem Ski gewackelt hier und ist jetzt auf dem Weg in einer dieser vielen Abfahrten, die es gibt. Die einzige kurze Möglichkeit, sich zu erholen. Es ist ja ein sehr kurviger, sehr kopierter Kurs, geht immer wieder rauf und runter. Das heißt, die Athleten haben gar nicht so viele Möglichkeiten, hier mal durchzuschnaufen. Und das macht die 20 Kilometer natürlich umso härter. Es gibt eine Abfahrt, da kann man sich ja ein wenig ansatzweise regenerieren. Während hier Arndt Pfeiffer natürlich zum Schießen kommt. Aber ansonsten ist das hier schon ziemlich nervig. Viele Kurven bergauf, bergab. Also da musst du schon fit sein, dass du das Tempo hochhalten kannst und wirklich die 20 Kilometer voll schnell durchlaufen kannst. Da ist das Stadion, dieses Flachstück, die einzige Regenerationsstrecke sozusagen hier bei diesem Rennen. Drei Fehler Pfeiffer aus drei Schießanlagen vorab. Was macht er beim letzten Schießen? Wenigstens einmal Null für Arndt Pfeiffer. 17 der 20 Schuss finden ihr Ziel. Trotzdem, man sieht es auch schon an der Körpersprache, der gibt jetzt nicht mehr Vollgas. Doch, meinst du? Darf ich jetzt widersprechen, ja. Dann widersprich mir. Entschuldige. Nee, der wird hier alles geben, auch auf der letzten Runde. Der will noch mal was zeigen, das ist ganz klar. Man gibt bei einer Weltmeisterschaft, man läuft die nicht einfach zu Ende. Das tun die Athleten nicht. Die geben hier alles bis zum letzten Meter und schauen zum Schluss, was rauskommt. So, dann schauen wir nachher auf das Rundenergebnis von Arndt Pfeiffer. Tim Berg hier nochmal bei seinem letzten Schießen. Das sind die drei Führenden. Ja. Martin Foucault im direkten Vergleich. Da ist das Ziel. Das müsste Tarje Bö sein. Ja, genau. Um Rang 9 geht es. Den kriegt er nicht mehr. Rang 10 gegen Landertinger, das schafft er locker. 10. Platz für Tarje Bö momentan. Da wäre mehr drin gewesen für ihn, für den Gesamtweltcupsieger von 2000.